Janine Platz macht eine Hotelsuite zum Atelier. Ihr Blick heute über die Elbe und den Hamburger Hafen. Und dann sitze ich da und warte erstmal und gucke und lass wirken. Und dann irgendwann kommt dieser Moment, wo ich gepackt werde. Von so einer Magie vielleicht, von der blauen Stunde oder von dem Abend, von den Lichtern oder auch mal Nebel über der Stadt. Und dann fange ich einfach an. Die Künstlerin macht vorher keine Skizzen, niemals Pläne. Sie malt mit Ölfarben, das Motiv immer gleich, ihr Blick aus dem Fenster. Das Optimum ist, dass mein Denken komplett ausgeschaltet ist. Ich bin berührt von dem, was ich sehe, und dann berühren meine Hände die Leinwand. Und dann, im besten Fall, berühre ich dann auch den Betrachter. Also das ist für mich, wenn das drei zusammenspielt, das ist ein perfektes Bild. Zwei Tage schließt sie sich ein. Keine Ablenkung und viel Zeit, von oben auf die Welt zu schauen. Das geht gut in einem Hotel. Ich habe meine Hände, meine Leinwand und vor allem das, was ich sehe, nämlich draußen, was sich da hinter dem Fenster abspielt. Und das ist so viel. Also ich habe fast nichts hier in diesem Raum, aber die ganze Welt gehört mir in diesem Moment, habe ich das Gefühl. Also es ist so wie, ich habe so eine Verabredung mit diesem Ort auf Zeit. Und der gehört mir ganz allein. 45 Hotels weltweit haben das Projekt unterstützt, ihr kostenfrei das Zimmer mit dem schönsten Ausblick überlassen. Janine Platz war in Paris und in Venedig. Die Akropolis gemalt im Privatpool der Luxussuite. Die Millionenmetropolen aus den Penthouses der besten Hotels. Rio, New York und Kuala Lumpur. Die Berge Mallorcas gemalt und Hongkongs Nacht auf die Leinwand gebracht. Auf den Malediven hat sie ihren Overall gegen einen Bikini eingetauscht. Nach gut 48 Stunden fliegt sie immer wieder zurück nach Hamburg. Ihr Rhythmus seit 2 Jahren. Manchmal wache ich ja auf und weiß gar nicht, wo war ich eigentlich gestern. Ne? Es ist eigentlich wie so ein Film. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich wirklich in 45 Ländern war oder Städten war. Auf der ganzen Welt, auf 5 Kontinenten. So kommt es mir nicht vor. Ich bin weder ausgepowert noch, also ich könnte eigentlich immer so weitergehen. Die Bilder bringt sie alle mit in ihr Atelier. Im Mai steht eine große Ausstellung an. Die Hotels haben ein Vorkaufsrecht. Einige haben es schon angemeldet. Budget für die nächsten Flüge. Denn die Reise muss weitergehen. Und ich habe das Gefühl, ich muss eigentlich alles nochmal machen. Weil ich hatte ja nicht so viel Zeit, das zu sehen alles. Ne? Sondern ich habe ja so viel in meinem Zimmer gesessen und gemalt. War ja auch super, war ja auch genau das, was ich wollte. Aber ich habe das Gefühl, ich muss alles nochmal von vorne bereisen. Die 2 Tage im Hamburger Edelhotel sind fast um. Eine intime Zeit geht zu Ende. Dieses Endprodukt, dieses Bild, ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig, sondern ist eigentlich eher der Moment, wie es entstanden ist. Das ist das Tolle. Deswegen bin ich immer glücklicher raus, als ich reingekommen bin.